Ja, hallo hier. Willkommen zu meinem neuesten Let's Play Projekt. Ja, Let's Play ist vielleicht nicht nur halt die halbe Wahrheit, sage ich jetzt mal. Es sollte vielleicht eher heißen Let's Learn Together, weil mein neuestes Projekt hat was mit Musik zu tun. Ich muss sagen, ich bin ja sehr unmusikalisch. Ich kann weder Noten lesen, sonst noch irgendein Instrument spielen. Und deswegen habe ich mir gedacht, das muss ich vielleicht einfach mal ändern. Und deswegen werden wir jetzt hier zusammen dieses Let's Learn, Let's Play Projekt zusammen machen. Und zwar hier, ihr seht schon, das ist eine waschechte E-Gitarre. Und vielleicht haben ja einige von euch schon von diesem Spiel gehört. Oder was heißt Spiel? Das ist ja auch wieder zweiseitig zu sehen, weil es... Ich nenne das Kind jetzt einfach mal beim Namen. Es heißt Rocksmith. Und zwar die 2014er Edition. Für natürlich den PC, die Steam Edition quasi. Und würde mal sagen, wir fangen jetzt auch schon mal direkt an hier. Normalerweise müsste ich jetzt hier, mein Kopf müsste jetzt quasi hier oben nach da, oben hier beziehungsweise von euch aus gesehen, der linken oberen Ecke vom Bildschirm sein, irgendwo, und gegenüber von mir, da drüben, da quasi, müsste jetzt meine Gitarre zu sehen sein. Hallo da unten. Und und vor euch müsste dann quasi jetzt das Rocksmith-Symbol schon da sein, beziehungsweise das Ladefenster. Uplay werden wir einfach mal ignorieren, weil wir es ja über Steam spielen. Rocksmith 2014. Und vielleicht seht ihr auch schon, ich habe eine kleine Mütze auf. Hab's ganz cool gefunden, mal wieder eine Mütze zu tragen bei den Let's Play. Ihr kennt ja meine Facecam-Sachen, habe ich ja meistens eine Mütze auf. Und ich habe nicht meine guten Razer-Kopfhörer auf, sondern ich habe kleine In-Ears, weil das einfach wesentlich komfortabler ist, auch gerade wenn du Gitarre spielst. Ihr seht vielleicht auch jetzt hier beim Profil schon, ich habe schon mal ein bisschen angespielt, weil ich einfach mal das Gefühl haben wollte und auch mal ein paar Einstellungen angucken wollte, weil es, glaube ich, hat bei 800 mal 600 Bildschirmauflösung Standard gestanden. Von daher, wie gesagt, musste ich da natürlich mal kurz reinschauen. Wir werden jetzt hier gerade mal ein neues Projekt anlegen. Natürlich mit dem Namen Brainiac, wie auch sonst immer. Waschecht natürlich auch hier ein Plektrum. Ja. Und bla. Dieses Spiel speichert automatisch, bitte schalte das Spiel nicht aus, wenn dieses Symbol. Willkommen zu Rocksmith So, 2014. und da wir ja Um dir ein dieses. möglichst optimales Rocksmith-Erlebnis zu ermöglichen, musst du uns schnell ein paar Fragen beantworten. Erstens, hast du schon mal Rocksmith gespielt? Genau, das haben wir natürlich noch nicht gespielt. Ich will ja von Anfang an das spielen, quasi mit euch oder mit dir, besser gesagt, will ich hier anfangen, Gitarre zu lernen, ja. Und deswegen sagen wir, natürlich habe ich es noch nicht gespielt. Na dann, willkommen an Bord. Und wie viel Erfahrung hast du deiner Meinung nach mit der Gitarre oder dem Bass? Denk vor allem an das Instrument, das du heute zuerst spielen möchtest. Wir wollen natürlich heute Gitarre spielen, aber sowohl als auch bin ich natürlich kompletter Anfänger, weil ich noch nie Okay, was in der Hand hatte. wähle jetzt aus, welche Art von Stücken du spielen möchtest. Scrolle durch die Optionen, um mehr über die einzelnen Einträge zu erfahren. Genau, und da wollen wir natürlich Rhythmusgitarre, und Bass ist ja mehr so im Wenn du Hintergrund. lieber eine unterstützende Rolle mit. Wir Wenn du wollen. großen Wert auf coole Riffs und schrägige Genau. Solos legst, ist Lead genau dein Ding. Das wollen Du wir hältst natürlich gern machen. mit ein paar Akkorden den Groove, aber wenn die Gitarre groß rauskommt, bist du der Mann, der sie spielt. Dann sind wir der Mann, der sie spielt. Genau. Wir wollen natürlich die coole Lead-Gitarre spielen. Möchtest du rechtshändig oder Wir sind linkshändig spielen? Right Hand. Wir sind rechtshändig. Probier es mal hiermit. Und. Seht ihr das? Könnt ihr das sehen? Hier unten meine Gitarre. Ich muss. Ja, nicht. Das sind. Ich hoffe, man sieht sie. Schmeiße ich meinen halben Schreibtisch schon um. Das ist eine Maus. Genau, aus dem Bild raus. 6 in eine Reihe Gitarre. Ich hoffe, man sieht das auch hier. Die Action Cam hat zwar einen krassen Weitwinkel, aber. So, 6 in einer Reihe, das bedeutet, dass die 6 Stimmwirbel an deiner Kopfplatte hintereinander auf einer Seite angeordnet sind. So, auswählen, jawohl. Großartig. Na los, weiter. Kalibrierung. Was sollen wir jetzt machen? Ich bin ein bisschen erkältet, wir müssen mich entschuldigen.
Hier wird gleich eine Kalibrierungsanzeige eingeblendet. Wenn sie erscheint, zupfe die Saiten hart und schnell und lass etwas hören. Mach das, bis wir dir Bescheid geben. Bedecke dann die Saiten und dämpfe sie. Okay, los geht's. Mach dich bereit. Okay, dämpfen. Und jetzt lass mal hören. Jetzt dämpfe die Saiten. Gut gemacht. Jetzt zum Stimmen. Wir fangen mit der tiefen E-Saite an. Das ist die dickste Saite ganz oben bei dir. Im Spiel wird sie rot markiert. Der Tuner zeigt dir, ob die Note zu hoch oder zu tief ist. Drehe den entsprechenden Stimmwirbel zum Anpassen, bis die Nadel genau in der Mitte steht. Geht die Nadel in die falsche Richtung, dreh ihn andersherum. Gut, stimme jetzt deine tiefe E-Saite richtig. Ich muss hier alles mal wieder zur Seite schieben. Ich hoffe, dass ihr das seht. So, vielleicht könnt ihr das so besser sehen. Okay, die tiefe E-Saite ist natürlich die oberste hier. Und, boah, die ist sogar sehr gut gestimmt, da müssen wir nicht mehr viel machen. Jetzt stimme die anderen Saiten. Die Saite darunter ist die A-Saite. Sie ist gelb markiert. Alles klar. Das, ihr merkt schon, nur mal kleine Info, ihr merkt schon, das ist ganz, habt ihr schon mal Rockband oder so gespielt? Genau so ist das. Man muss ja keine Noten können dafür, was ja auch mir dann zugute kommt, sondern man muss ja Koordination mit Farben. Du willst die A-Saite spielen. Ja, ja, ist ja gut. Und jede Seite hat ja dann verschiedene Farben und man muss halt dementsprechend auch. Falls du Probleme haben solltest oder eine Sache vertiefen möchtest, sieh in den Hilfeeinträgen nach. Ja, ist ja gut. Die nächste darunter ist die D-Saite. Die ist blau. Jetzt die G-Saite in orange. Alles klar. Ja, die müssen wir noch ein bisschen. Versuche nicht, die anderen Saiten zu treffen. Entschuldigung. Versuche nicht, die anderen Saiten zu treffen. Die vorletzte Saite ist die H-Saite. Die ist grün. Und schließlich die hohe E-Saite in lila. Okay, klingt doch super. Jetzt spiel jede Saite noch einmal an, nur um sicherzugehen, dass du bereit bist. Ja, komm. Was hast du jetzt für Probleme? Ich hab ein bisschen leiser gestellt, ey. Okay, beginnen wir mit der Show und spielen ein paar Noten. Das ist eine Note. Sie ist gelb, liegt also auf der A-Saite. Denk daran, die A-Saite ist die zweitdickste. Die Note kommt auf der zweiten Spur, also spielst du sie am zweiten Bund. Das heißt, dein Finger liegt genau hier. Wir starten an der Kopfplatte und zählen die Felder zwischen den Metallstreifen. Eins, zwei. Und genau da soll dein Finger liegen. Sobald die Note ganz unten im Bildschirmvordergrund ankommt, schlag die Saite an zum Spielen. Jetzt versuch's mal selbst. Hab ich. Lege den Finger auf den zweiten Bund der A-Saite. Wenn die Note den unteren Bildschirmrand erreicht, spiel die A-Saite. Klingt, als wärst du am falschen Ort. Rücke einen Bund runter. Ah, ich glaube, ich muss noch was einstellen. Und zwar habe ich vergessen. Eiern. Warte mal, die ist gestimmt. Jetzt stimme die anderen Saiten. Ja, das kann man, glaube ich, die Saite, die nächste darunter ist die D-Saite. Okay. Die ist blau. Jetzt die G-Saite in orange.
Die vorletzte Seite ist die H-Seite. Die ist grün. Und schließlich die hohe E-Seite in lila. Ist egal. Okay, klingt doch super. Jetzt spiel jede Seite noch einmal an, nur um sicherzugehen, dass du bereit bist. Ja, gut, okay. Kann ich erst später noch. Okay, beginnen wir mit der Show und spielen ein paar Noten. Aber eben schon mal. Javu. Das ist eine Note. Sie ist gelb, liegt also auf der A-Seite. Denk daran, die A-Seite ist die zweitdickste. Die Note kommt auf der zweiten Spur, also spielst du sie am zweiten Bund. Das heißt, dein Finger liegt genau hier. Wir starten an der Kopfplatte und zählen die Felder zwischen den Metallstreifen. Okay. Eins. Zwei. Und genau da soll dein Finger liegen. Sobald die Note ganz unten im Bildschirmvordergrund ankommt, schlag die Saite an zum Spielen. Jetzt versuch's mal selbst. Lege den Finger auf den zweiten Bund der A-Saite. Wenn die Note den unteren Bildschirmrand erreicht, spiel die A-Saite. Klingt, als wärst du am falschen Ort. Rücke einen Bund runter. Echt klasse. Dankeschön. Du kannst die Saite auch anschlagen, ohne etwas zu greifen. Das nennt man offene Noten. Achte auf die horizontale Linie auf dem Bildschirm. Das heißt, du spielst die offene Saite. Sie ist gelb, also ist es ein offenes A. Na los und spiele die offene A-Saite. Wie zuvor warten wir, bis du die richtige Note gefunden hast. Prima! Versuche jetzt ein paar Noten nacheinander zu spielen. Okay. Eine Notenfolge wie diese nennt man ein Riff. Keine Sorge, wenn du eine Note verpasst. Wir warten. Klingt, als wärst du am falschen Ort. Rücke einen Bund runter. Klingt, als wärst du am falschen Ort. Rücke einen Bund runter. Das ist jetzt Vorführeffekt. Du musst im Klasse. Als hättest du es so langsam raus. Jetzt bist du bereit für eine Partie Rocksmith. Alles klar. Sehr schön. Willkommen. Die Missionen führen dich durch das Spiel. Für das Abschließen erhältst du Punkte und letztendlich einige ziemlich coole Preise. Cool. Coole Scheiße. Okay. Wir werden jetzt natürlich lernen, neue Sachen. Ja, das erkläre ich euch gleich. Wir werden jetzt aber erstmal gefragt in den Optionen. Nein, natürlich nicht abbrechen. Das wollte ich. Option. Radioeinstellung. Und zwar. Tja. Okay, werden wir das mal ein bisschen erhöhen. Kurz die Saiten dämpfen. Okay, alles klar. Vielleicht bringt es das mehr, dass die besser, was ist das? Okay, das ist nichts. Das hier wollte ich eigentlich nochmal. Die Zahl entsprechend Audio-Einstellungen verzögerungswert. Du musst zum Beispiel nur mit dieser Einstellung wechseln. Da werden wir mal das hier wählen. Weil hat ja relativ lange gedauert, bis das was gemacht hat. Und deshalb werde ich kurz Rocksmith neu starten und dann nach dieser kurzen Blende sehen wir uns wieder. Ja, da sind wir schon wieder. Ging doch ganz schnell, oder? War nur kurze Blende. Mal gucken, dass es jetzt besser geht. Erkennen der Noten. Und ob ich mal wegdrum darf. Ja, die erste Folge hier habe ich mir gedacht, machen wir mal ein bisschen länger, weil ja die Einführung ist nur noch ein, zwei Einstellungen da vorgenommen werden müssen. Wie ihr gesehen habt. Rocksmith 2000.
Und deshalb. Machen wir es einfach heute mal eine, ja, Doppelfolge. Nennt man das dann, keine Ahnung, Kinofolge oder so. Also ich. So, ich erkläre euch jetzt einmal ein bisschen das Programm hier. Erlerne einen Song, wir können hier drauf Lerne gehen. einen Song. Und ihr seht Du schon. kannst die Songs in einer empfohlenen Reihenfolge, die dein gegenwärtiges Können widerspiegelt, sortieren. Jo, passt schon. Roxy. Ja, das brauchen wir auch eigentlich gar nicht zu wissen. Weil, Hilfe, nein. Ich muss hier raus kurz, Entschuldigung. Weil nämlich da, also richtige Songs wie, keine Ahnung, Oasis oder so, vorhanden sind. Und da nämlich dann den ganzen Song spielen kann. Aber das machen wir jetzt mal noch nicht. Unter anderem auch dessen, weil ich Angst habe, dass mir einfach die GEMA oder YouTube einen Strich durch die Rechnung geben. Deswegen, damit wir auch die Gitarre lernen können und überhaupt, so können wir überhaupt keinen Song spielen, gehen wir nämlich in den Lektionenmodus. Lektionen. Und ja, hier sehen wir schon die ganzen Lektionen von A bis Z, werden wir hier alles durchmachen, ja, in unseren Let's Plays, die Folgen. Und ich würde sagen, wie du eine Gitarre hältst, wie du den Gurt befestigst. Und das Ganze brauchen wir eigentlich nicht zu machen, sondern wir fangen direkt mit Anschlagen an. Ja, damit wir hier. Und vielleicht können wir noch verschieben, aber ich will natürlich die ganzen Lektionen mit 100% schaffen. Deswegen fangen wir damit jetzt auch an. Und los geht's. Beginnen wir mit den Grundlagen der Anschlagtechnik, wie man das Plektrum hält. Mach mit deiner Anschlaghand eine lockere Faust und lege das Plektrum auf den letzten Knöchel deines Zeigefingers. Lege einfach deinen Daumen auf das Plektrum drauf. Du musst es nicht allzu festhalten. Das Plektrum muss sich beim Anschlagen der Saiten zwischen den Fingern bewegen können. Passt, würde ich sagen. Was das Anschlagen auf der Gitarre betrifft, muss man vor allem an zwei Dinge denken. Nummer eins, keine Spannung. Wenn du angespannt spielst, wirst du schnell müde, machst mehr Fehler und mit der Zeit kannst du dich sogar ernsthaft verletzen. Also bleib ganz entspannt. Wenn du dich Risikosport, verspannst, ja? leg eine Pause ein, mach dich locker und fang neu an. Okay, alles klar. Nummer zwei ist die Sparsamkeit an Bewegung. Das bedeutet einfach nur so viel zu tun, wie sein muss. Selbst die stärksten Gitarrensaiten sind nur wenige Millimeter dick. Du brauchst also nur eine kleine Bewegung, damit das Plektrum von einer Seite auf die andere kommt. Kein Grund zu übertreiben. Ist klar. Ich weiß ja schon mal Bescheid. Zuerst ein einfacher Downstroke. Das bedeutet, dass du nach unten durch die Saite anschlägst. Halte das Plektrum über der Saite, die du anschlagen willst. Es kann auf der Saite liegen, bis du bereit bist, sie anzuschlagen. Drücke es jetzt über die Saite hinweg. Das Plektrum kann auf der nächsten Saite ruhen. Wenn du noch Upstrokes lernst, kannst du zweimal so viele Noten mit der gleichen Bewegung anschlagen. Ein Upstroke ist genau das, wonach es klingt. Du spielst die Saite an, indem du das Plektrum von unten nach oben über sie hinwegziehst. Die Bewegung passiert im Handgelenk. Es ist nur eine kleine Drehung, keine Riesenbewegung. Denk dran, dass du bei einer E-Gitarre nicht hart anschlagen musst, um laut zu sein. Das macht der Verstärker für dich. Alles klar, mach ich Bescheid. Los, komm. Gib mir diese Wenn Übung. es ums Anschlagen geht, solltest du am Anfang am besten erstmal den Wechselschlag lernen. Das bedeutet, dein Anschlag geht immer runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch. Dabei musst du immer beim Upbeat hoch und beim Downbeat runter. Selbst wenn du eine Note auslässt, geht deine Hand weiter hoch und runter, ganz so, als hättest du sie gespielt. Auch wenn du ein Hammer-on oder ein Pull-off spielst, machst du ebenfalls genauso weiter. Beim Hammer-on schlägst du die Saite nicht an, aber deine Anschlaghand geht trotzdem bei der Note hoch. So bist du für einen Downstroke bereit, wenn es soweit ist. Auf die Art schaffst du es dann, schnelle Passagen mit vielen Noten Okay. spielen zu können. Das ist natürlich nicht die einzige Methode fürs Anschlagen, aber es ist eine gute Angewohnheit, die du dir schnell aneignen solltest.
Okay, gut. Alles klar. Aber jetzt. Aber jetzt hier. Wo das erste Mal spielen? Verschieben heißt, dass du die Hand in verschiedene Positionen den Hals rauf und runter bewegst. Aber bevor wir uns daran machen, nehmen wir uns kurz Zeit, um deine Gitarre besser kennenzulernen. Auf den meisten Gitarren zeigen Punkte oder andere Inlays bestimmte Bünde an. Normalerweise sind sie auf dem Griffbrett und auf der Halsoberseite markiert. Der erste Punkt ist meistens am dritten Bund. Such ihn doch mal auf deiner Gitarre. Schab ihn! Spielen wir einfach mal den dritten Bund der tiefen E-Seite, der dicksten, die rot angezeigt wird. Versuch das mal. Das klang nach dem vierten Bund. Wir brauchen hier den dritten Bund. Das klang nach dem vierten Bund. Wir brauchen hier den dritten Bund. Da scheint die Technik schon in ihre Grenzen zu stoßen. Das war gut. Im fünften, siebten und neunten Bund befinden sich möglicherweise auch Punkte oder Inlays. Lass uns die mal suchen. Das klang nach dem sechsten Bund. Wir brauchen hier den fünften Bund. Ich hab den fünften. Ihr habt doch den fünften, Leute, oder? Das klang nach dem sechsten Bund. Wir brauchen hier den fünften Bund. Klasse. Das klang nach dem achten Bund. Wir brauchen hier den siebten Bund. Willst du mich verarschen? Das klang nach dem achten Bund. Wir brauchen hier den siebten Bund. Das klang nach dem achten. Das hast du schon echt drauf. Das überragend. Überragend. Warum auch immer die anderen eben nicht so funktioniert haben, wie sie sollten. Der nächste ist am zwölften Bund, genau, markiert durch einen doppelten Punkt. Der zwölfte ist ein besonderer Bund, denn Noten, die zwölf Bünde auseinanderliegen, nennen wir Oktave. Es ist also dieselbe Note, nur eine höhere Tonlage. Okay. Mit dem dritten und dem 15. Bund ist es dasselbe. Zwölf Bünde dazwischen, also wieder eine Oktave. Das Punktmuster über dem 12. Bund wiederholt nur das Muster aus den niedrigeren Bünden. Bitte was? Die Punkte über dem 12. Bund sind der 15., 17., 19. und 21. Keine Sorge, wenn du öfter spielst, gehen dir die Bundzahlen in Fleisch und Blut über. Da weißt du auf Anhieb, welche oberen Punkte eine Oktave höher liegen als die niedrigeren. Versuch's mal selbst. Das klang nach dem 13. Bund. Gut gemacht. Das war gut. Hervorragend. Das nächste Riff lässt sich nur mit Verschieben spielen. Hier ist nochmal das Riff. Hör genau hin, dann spiel es. Also ich habe echte Krüppelfinger, ja. Okay, das klar, kriegen wir hin. Jetzt versuch du's. Wie gesagt, ich hab ein bisschen, habe ich schon mal reingeguckt. So ist's. Der war auch verkehrt. Versuch das nochmal. Ja, bitte. So geht das. Hier kommt noch eins mit noch mehr Verschieben. Hier nochmal das Riff. Hör genau hin, dann spiel es.
Ach du Scheiße, 12, 11, 10, 12, 11, 10, 9, 3, 4, 5. Okay, gehen wir hin. Okay, jetzt versuch du es. Oh, Scheiße. Versuch das nochmal. Okay, bitte. Das hast du schon echt drauf. Sau geil, scheiße. Okay, hier. Spielen wir jetzt alles zusammen in einem Song. What? Los geht's. Scheiße. Alles klar. Kontenance. Ich muss die Seite nochmal neu stimmen. Da stimmt irgendwas nicht. 50%. Das sind 7,7 Wochen. Könnte schlimmer sein. Dankeschön. Arsch. Nee. Was auf eine. Ja, erreiche einen Aufstieg mit einer Phrase. Okay. Newsday kannst du auf deinem Knopf bald anbringen. Wenn du viele verschiedene Songs spielst, kannst du die nächste Spielstufe schneller erreichen. Okay. Mit. Also, will ich wissen. Ich würde gerne nochmal Werkzeug. Optionen. Die Einstellung. So, aber. Was soll dämpfen die Seiten? Gut. Wir gucken, aber wir werden es jetzt nochmal ein bisschen stimmen, wenn der Song anfängt. Wir machen den Übungstrack natürlich nochmal. So. Und. Ach nee, falsch. Das geht hier. Tune. Please. Nochmal von Anfang bitte. So, jetzt bitte nochmal. Maestro, ich. Bitte. Ja.
letzten Ton hat er nicht genommen. Den letzten Ton. Aber wir haben noch keine 20%. Sehr gut gespielt. Wie gesagt, wir machen 100. Ich möchte 100. Ich habe ja eben noch ein bisschen rumgestimmt, weil sie ja immer noch nicht angenommen hat. Und das kackt mich gerade ein bisschen an. Dann müssen wir jetzt nochmal stimmen. Das kackt mich echt ein bisschen an. Ich glaube, wir werden das Ganze einfach ein bisschen höher einstellen als oder tiefer. So müsste er doch perfekt sein. So. Alles klar, los geht's. Zwei verkackte Fehler, obwohl ich eigentlich gedacht hätte, ich hätte getroffen. Aber anscheinend mag die Gitarre mich nicht so. Schon besser. Dankeschön. Das wäre natürlich. Nochmal. Klappt das schon mal ganz gut. Langsam. Oh, über 20, über 20. Wir haben über 20 Leute. Wir haben über 20. Gut gespielt. Alles klar, aufkommen. Es wird ja immer schwerer. Je mehr Prozent man hat, desto schwerer wird das Ganze nämlich. Und wir wollen ja natürlich die 100% packen. Wir wollen die 100% packen. Wir wollen die 100% packen. Ich muss erst meine Nase putzen. Also?
Nee, da ist gerade perfekt. Ne, 100%. Alter. Perfekt gespielt. Perfekt gespielt. Jetzt müsste ja normal mehr schwieriger werden. Noch schwieriger, noch schwieriger. Noch schwieriger, noch schwieriger. So, die 3, 4, 5 habe ich ja soweit ganz gut raus. Warum rutscht mein Kopfhörer so dann? Ja, habe ich soweit gut raus, aber prima 7, gespielt. 8 und gerade die 12, die kriege ich irgendwie noch nicht so ganz hin. Wir sind ja schon echt lange dabei beim Spielen. Vielleicht heben wir uns noch den Rest. Eine Note, Leute, eine kommt das. Die nächste. Wir noch eine Runde machen. Gibt's ja aber nicht. 96%, eine einzige. 60%. Außerordentlich gespielt. Dankeschön. Wird der fast tot. Los weg. Komm mal. Come on, baby. Trotzdem gibt es immer ein paar Prozent. Immer einmal mache ich es noch. Großartig gespielt. Ja. Ich ziehe, wenn man will. Einmal mache ich es jetzt noch. Übungstrack. Und dann ist aber gut. Soll es für diese erste Folge hier lang, diese Mammut-Folge. Okay, gut, Leute. 4 Noten habe ich leider versammelt. Großartig gespielt. Ja, danke schön. 4 Noten habe ich leider versammelt. Tut mir leid. Aber
was soll's, hat nicht sollen sein. Wir sehen uns definitiv dann in der nächsten Folge wieder und dann gucken wir, dass wir die 100% hier erreichen. Und bis dahin wünsche ich euch natürlich einen schönen Resttag und bleibt am Ball, ne? Macht's gut, Leute. Tschüss.